So, damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Datapacks. Es hat ein bisschen gedauert. Das hier war schlimm, das hier war wirklich schlimm. Aber wir haben alles zusammen und ich möchte nur einmal ganz kurz. Warte, wir gehen hier rein. Abgebaut. Es hat fast 1500 Versuche gedauert, bis wir alles zusammen hatten. Also es war natürlich nicht nur der hier oder nur einer, es waren alle gesamt. Aber für 5 Bücher, die wir wollten, fast 1500 Versuche, das ist... Ne? Wir haben den einen oder anderen Deal, habe ich auch ausgetauscht. Der ein oder andere Deal ist ein Ticken besser geworden. Ich würde sagen, wir schauen jetzt, dass wir diese Spitzhacke erstmal komplett fertig machen. Das heißt, wir brauchen jetzt noch Effizienz 5, das Buch. Und Haltbarkeit haben wir. Behutsamkeit, das wird dann auf eine andere Spitzhacke. Reparatur kommt dann auch auf eine separate Spitzhacke. Kann ich mal schlafen? Ja, oh gut. Der Regen nervt. Wir brauchen nämlich unfassbar viele Level dafür, die aktuell einfach fehlen. Zuckerrohr wird ein bisschen dauern. Ich muss nämlich diesen Trade leider locken, indem ich Papier verkaufe, weil ich gar nicht genug Emeralds hatte. Aber ich denke, das bekommen wir hin. Die Emeralds werden wir gleich bekommen, indem wir nochmal Strings verkaufen oder was auch immer. Dabei kriegen wir auch nochmal Level. Wir sollten, denke ich, diese Farm nochmal anschmeißen. Zuallererst sollte ich aber vielleicht mal das Inventar ein bisschen leer machen. Ich dachte auch zwischendurch, ich mache das einfacher und stelle den Lektron auf einen Kolben, bis mir eingefallen ist, ich bräuchte, wenn dann, einen Sticky Piston. Das Bücherregal wollte ich abbauen, damit ich nochmal Bücher bekomme. Die werden wir nämlich auch brauchen. Die Bretter, alles was Holz ist, kommt jetzt hier rein. Falltüren auch. Hebel, Pisten, Redstone kommt hier rein. Mob Drops kommen hier rein. Ein Leder haben wir noch. Ich sollte die Kühe außerdem füttern. Eisen können wir, das hier kommt in die Offhand. Das rohe Rindfleisch. Die goldenen Karotten möchte ich jetzt auch nicht unbedingt essen. Den Stick brauche ich gerade nicht. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. So, und der Rest sollte eigentlich erstmal alles hier bleiben. Oder? Ja. Ja, ja. Ja. Und dann haben wir jetzt eigentlich alles zusammen, sodass wir uns langsam aber sicher unsere kompletten Werkzeuge, zumindest von der Verzauberung her, Richtung OP bringen können. Fehlt natürlich noch Netherite, aber das kommt dann später. Das hier war doof. So, dann kriegen wir hier schon mal einen Nachschub. Und wir gehen verkaufen. Ich sollte auch mal die Tropenbäume hier fällen, damit wir den Stick-Trade auch nochmal nutzen können. Und wir sollten auch endlich unsere Starterbase eigentlich, ja, weit... Wie zum Teufel ist das hier passiert? Verflucht, ich weiß wie. Oh, shit. Ja, das ist jetzt... Das ist natürlich jetzt ein Problem. Wir müssen... irgendwie neue Dorfbewohner hier ranbekommen. Och, verflucht. Hm.
Würde es einfacher sein, die Dorfbewohner aus dem Dorf mit den Schienen zu holen? Zwei Stück. Ich meine, zwei Stück würden ja reichen. Oh Gott, ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Ich war so beschäftigt damit, die Bücher zu bekommen. Oh, verflucht. Ich könnte so kotzen gerade. Das Problem ist, wir brauchen dann auch noch sehr, sehr viele mehr Rails. Das ist jetzt wirklich beschissen. Und schwupps haben wir kein Eisen mehr. Lief die Eisenfarm wenigstens ordentlich in der Zeit? Wenn das nicht geklappt hat, wäre jetzt echt doof. Naja, geht so. Die ist auch bei weitem nicht so effektiv, wie sie sein sollte und könnte. Ich möchte gerade fast ein bisschen weinen. Och Mann! Ich meine, es sind... Ich bräuchte noch eine zweite Lore. Ich hoffe natürlich nicht zweimal. Ach, verflucht. Warte, ich brauche nochmal fünf. Warte, Lore sind, glaube ich, fünf Eisen. Ich brauche nochmal fünf Eisen. Zum Glück ist das Dorf nicht so weit weg. Ich warte mal kurz, bis der Golem auch stirbt. Dann machen wir uns eine zweite Lore. Und zum Glück ist das Terrain hier relativ eben. Ah, das ist trotzdem maximal ärgerlich gerade. Und ich hoffe, aber ich glaube, dass unsere Schienen ausreichen. Oh weh. Merke, wir müssen viel besser aufpassen. Warte, ich baue mich da jetzt kurz drüber. Apfel, einmal kurz reinhauen. Das ist unfassbar ärgerlich. Ich habe natürlich in keinster Weise bedacht, dass es irgendwie Probleme geben könnte, dass da ein Zombie reinkommt. Oh. Das Dorf. Ja, okay, ich glaube, die Loren reichen nicht. Beziehungsweise die Schienen reichen nicht. Das macht das Ganze noch ärgerlicher. Das heißt, ich werde die mindestens hierher locken müssen. Das sollten wir hinbekommen, indem wir ihre Arbeitsblöcke oder sowas abbauen. Oh Mann. Und da waren so unfassbar viele Dorfbewohner drin. Die müssen wir uns jetzt erstmal alle wieder hochzüchten. Vor allem, wenn wir wieder die Bogner nutzen. Dann müssten wir eigentlich auch erstmal mit Stick Trades wieder anfangen. Das macht das Ganze
nicht unbedingt besser. Wir können froh sein, dass wir noch relativ viele Dorfbewohner hier haben. Kommt hierher? Oder muss ich erst schlafen? Ich glaube, wir müssen erst schlafen. Ja, wobei... Ich glaube, es klappt. Zumindest für den ersten. Das Problem ist natürlich, dass es jetzt Nacht wird. Und das ist ein großes Problem, weil der jetzt ziemlich sicher zu seinem Bett laufen möchte. Komm, lauf schön weiter. Wo ist denn die Schiene? Müssten wir nicht langsam mal da sein? Nein, komm zurück. Oh, verflucht. Kann ich hier mal kurz irgendwo pennen? Natürlich noch nicht. Zwei Stück von euch, das werden wir doch hoffentlich irgendwie hinbekommen. Komm, kommst du bitte mit? Lauf zu dem Arbeitsblock. Oder ist ja schon zu weit weg. Und es sind immer noch sehr viele Bauern hier. Ich dachte, wir hätten alle Komposter mitgenommen. Aber anscheinend haben wir das nicht. Hallo Skelett, geh mal weg. Ich hol mal beide Komposter wieder. Im Idealfall nehmen wir nämlich schon zwei Dorfbewohner gleichzeitig mit. Wo ist denn die Schiene? Ich sehe die überhaupt nicht. Müsste irgendwo da drüben sein. Bist du dir sicher, dass du da runter möchtest? Komm. Lauf nicht. Lauf doch nicht weg. Ich bin kurz davor, dieses Dorf auszulöschen. Ich hätte damit, ehrlich gesagt, kein Problem. Ist hier irgendwo noch ein Feld? So, den Job gibt's auch nicht mehr. Zwei Stück von euch. Los. Ja. Folgt mir bitte unauffällig. Folgt mir, wenn es geht, bitte unauffällig bis zu den Gleisen. Nummer 2 bitte auch. Ja, danke schön. Na los, weiter geht's. Ihr braucht da gar nicht rumtuscheln. Ihr werdet umgesiedelt. So wie ich es mit euren Vorfahren auch schon gemacht habe. Weiter geht's.
So, und dann bis hierhin. Schnapp dir die Lore. Komm schon. Na, immerhin. Ich komme gleich nach, ja? Die Schienen nehmen wir wieder mit. Wer weiß, wann wir sie das nächste Mal brauchen. Früher oder später werden wir sie bestimmt nutzen. Oh Mann. So ein unnötiger Aufwand eigentlich. Nee, geh hoch. Das ist halt einfach Arbeit, die wir uns absolut hätten sparen können. Aber gut, jetzt kann ich es nicht mehr rückgängig machen. Es ist eben, wie es ist. Jetzt können wir es sowieso nicht mehr ändern. Und im Endeffekt, wir haben ja das Problem auch schon gelöst. Ne? Nachschub ist unterwegs. Und für die Zukunft wissen wir, dass wir ein bisschen besser aufpassen müssen. Und ich meine, hey, sie ist positiv. Wir haben Schienen übrig, die grafisch irgendwie manchmal ein bisschen komisch ausschauen. So. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf eure neue Heimat. Vertraut mir, das wird spitze. Ihr beide werdet Bogner. Och Mann, die wieder hochtraden, bis wir uns die Fäden abkaufen. Ekelhaft. Vielleicht bauen wir sicherheitshalber ein Dach drüber, wobei jetzt brauchen wir es halt eigentlich nicht mehr. Inzwischen ist der Zug ja auch schon abgefahren. So, rein mit dir. Dann würde ich sagen, willkommen zu Hause. Selbst der Eisengolem ist dabei gestorben. Okay, wir brauchen Nahrung für euch. Und wir brauchen Sticks. Das Schöne ist, während wir die hochleveln, leveln wir uns ja auch. Also irgendwo fast schon Glück im Unglück. So, wir haben 3 Komposter, die wir nicht brauchen. Jedenfalls nicht aktuell. Nahrungsmäßig baller ich euch erstmal einen Stack Karotten rein. Sag mal. So, hier. Gönnt euch. Dann brauchen wir Sticks. Ich investiere jetzt unser komplettes Dschungelholz, weil es aber auch keine Rolle spielt. Wir können hier jederzeit abholzen. Dann haben wir mehr als genug neues Dschungelholz. So einmal. Zweimal. Dann müssen wir jetzt hier weitermachen, weil erst im nächsten Schritt kommt der Faden-Trade. Okay. Ich kann mir noch kein einziges Effizienzbuch holen, sonst hätte ich gesagt,
Diamant. Wir können aber trotzdem eine Diamantaxt machen, eigentlich schon. Das gönne ich uns einfach. So, pass auf dich, einfach weil es schön ist, hänge ich hier mit rein. Und dann müssen wir jetzt erstmal Holz kloppen. Oh Mann. Wenigstens sind die Ranken gewachsen, wir kommen einfach bis hoch. Oh, das ist so unfassbar ärgerlich. Stick-Trades sind halt, finde ich, sehr, sehr anstrengend. Weil die unfassbar schnell das Inventar zuklumpen. Und wenn man dann bedenkt, man braucht halt irgendwie immer einen halben Stack dafür. Ich denke, wir müssten mindestens 2 von den Dschungelbäumen mitnehmen, damit sich das rentiert. Da ist noch was. Andererseits ist es nicht so schlecht, weil dann bekommen wir wenigstens wieder ein paar von den Setzlingen. Und unser Villager-Bestand, der füllt sich ja relativ schnell wieder. Hat ja beim ersten Mal auch nicht so lange gedauert, bis wir da wirklich die komplette Bude voll hatten. Das wirft mich einfach nur im Zeitplan ein ganzes Stück zurück. Und der Eisengolem hat hier keine saubere Arbeit geleistet. Ist einfach so. So, das hier muss natürlich auch weg. Und genau dafür, damit wir diesen Trade zukünftig schneller machen können, würde ich, nachdem die Glücksspitzhacke fertig ist, als erstes mich um die Axt kümmern. Die braucht ja weder Behutsamkeit noch Glück, wobei Behutsamkeit nicht unbedingt schlecht wäre. Weil dann können wir damit auch nebenbei immer wieder ein bisschen Laub farmen. Ja, das muss jetzt reichen. Ah, das erste Kind ist auch schon da. Perfekt. So. Aufwachen. So, der macht gar nichts mehr. Immerhin kriegen wir Emeralds. Und dann schlafe ich einfach mit bei euch. Gut. Ist halt trotzdem scheiße. Dann hole ich uns jetzt ein Effizienzbuch. Und wir machen zumindest die Spitzhacke schon mal durch. So, Spitzhacke Effizienz 5. Okay, uns fehlt ein Level. Ist aber nicht schlimm, das kriegen wir hin. Gegebenenfalls 2 Level, dass wir sie gleich umbenennen, wenn wir das möchten. Könntet ihr bitte arbeiten? Bitte? 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 Komm, mach. Ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Werde ich halt in der Zeit noch mehr Holz fällen. Warum ist hier... Hat der keinen einzigen Setzling gedroppt? Das ist nicht gut.
Das ist halt gar nicht gut. Ich brauche meine Setzlinge. Im Idealfall alle. Oh, da ist nichts mehr drin. Also ich möchte hier schon wieder Minimum 16 Setzlinge rausbekommen. Ist hoffentlich klar. So, das dürfte auch alles gewesen sein. Wir brauchen halt unfassbar viele Level, um alle unsere Werkzeuge fertig zu machen. Ich glaube, rein rechnerisch, wir hätten zumindest genug Diamanten, um alle Werkzeuge herzustellen. Denke ich. Praktisch noch eine Spitzhacke mit Behutsamkeit und eine Schaufel. Wir haben noch 4 Diamanten übrig. Weil für Waffen und Rüstung habe ich sowieso noch keine Verzauberung. Da können wir maximal Haltbarkeit und Reparatur draufknallen. Und da muss ich mir halt wirklich keinen Stress machen. Da wäre es fast sinnvoll, die erstmal am Enchantment Table zu verzaubern. Und zu gucken, was wir draufkriegen. Oder halt bis dahin uns eine Bücherei bauen. Und uns entsprechende Bibliothekare einzustellen. Ich habe so viele gute Trades weggeklickt. Oh, ich habe geweint. Von Schärfe 5 über sämtliche Schutzsachen auf Stufe 4. Oh, mir hat wirklich mein Herz geblutet. Das war schlimm. Das war richtig, richtig schlimm. So, ist hier noch was drin? Ich glaube nicht. Aber hey, immerhin, wir nutzen inzwischen Diamantwerkzeug. Es wirft uns nur ein bisschen zurück. Und ich habe ja keinen festen Zeitplan. Ich habe überhaupt keinen Stress. Wir können uns hier wirklich, wirklich viel Zeit lassen. Wichtig ist doch nur das Resultat am Ende. Und der Weg ist das Ziel. Und der Weg ist halt, dass wir möglichst viel coole Sachen erleben und selber immer wieder so ein bisschen herausfordern vielleicht. Und warte mal, ich glaube, das Holz reicht erstmal. Soll das Laub doch erstmal despawnen. Und das war halt vielleicht einfach mal ein bisschen schön bauen. Ach, dieses Geruckel heute. Und irgendwo hier ist ein Zombie, das nervt mich auch unfassbar. So, das hier sollte auf jeden Fall ausreichen, dass wir euch bis zu dem String Trade bekommen. Wenn nicht, bin ich sauer. So. Siehst du, jetzt sparen wir uns hier auch schon ein Stöckchen. Ich hoffe, der füllt gleich nochmal auf. So, Level 15, das heißt, unsere Spitzhacke können wir schon mal fertig machen. Achso, ist immer noch gelockt. Ist immer noch gelockt, ist immer noch... Ach, leck mich doch. Ich mach die Spitzhacke fertig. Danach schauen wir nochmal nach den Setzlingen.
Glück 3, Effizienz 5, Haltbarkeit 3 und Reparatur. Der sortiert es sowieso von den Namen her. Okay. Ich nenne das ganze Ding jetzt einfach Glückshacke. Oder Fortuna-Sacke. Gönne ich mir den einen Level mehr. Dann für die Axt brauchen wir noch einmal Effizienz. Einmal Haltbarkeit. Kann ich mir gerade nicht leisten. Aber wir haben ja schon Reparatur. Hau ich Behutsamkeit mit auf die Axt? Ich bin mir so unsicher. Ich glaube nicht, dass wir es brauchen. Weil wir halt einfach mit massenhaft Scheren rumrennen könnten. Okay, es fehlt ein Setzling aus dem Baum, dass wir praktisch auf Null kommen würden. Mal gucken. Kann ich bitte bei jedem von euch noch einmal... Nee, kann ich nicht. Oh, noch ein Kind. Geil. Und wo ist der Zoll? Der nervt mich. Der nervt mich schon die ganze Zeit. So, pass mal auf, Kollege Schnürschuh. Hör doch bitte auf, mich zu nerven. So, du auch? Na komm. So, was hast du? Oh, ich sollte es tun. Ich sollte es unbedingt tun. Wobei ich auch das hier tun sollte. Ich nehme den mit. Wir können selber auch irgendwann, aber ich... Okay, jetzt ist es eh zu spät. So. Fliegt hier nochmal ein Setzling rum? Nö, ich glaube nicht. Dann nehmen wir den Baum auch noch mit. Der sollte im Idealfall Minimum 5 Setzlinge droppen. Und wir sind eh schon über Länge. Nach dem Baum machen wir Schluss für heute. Dann hoffe ich einfach, dass wir 5 Setzlinge hier rausbekommen. Dann kümmern wir uns morgen darum, dass die Axt verzaubert wird. Und im Idealfall auch noch die zweite Spitzhacke. Die Schaufel ist nicht so wichtig. Möchte ich zwar auch eine schöne Schaufel, da wäre tatsächlich Effizienz 4 fast noch sinnvoller. Weil mit Effizienz 5 ist kontrolliertes Schaufeln nahezu unmöglich. Aber ich habe ganz bewusst jedes Mal Effizienz 4 weggedrückt. Und da mache ich jetzt keinen Rückzieher. Das Ding bekommt Effizienz 5. Dann kommt da noch schön Behutsamkeit drauf, damit wir uns Gras klären können. Ich sollte auf die Axt, glaube ich, trotzdem Behutsamkeit machen, wegen den Bienennestern. Dafür wäre das, glaube ich, ganz praktisch. Ich meine, ich könnte so ein Bienennest mit allem, was Behutsamkeit hat, abbauen, aber... Klassischerweise macht man das halt mit der Axt. So, ich glaube, wir brauchen auch nur noch 2 Stacks an Stöckchen. Dann sollten wir mit den Stick-Trades bei den Bogen dann durch sein. Danach können wir hoffentlich bei beiden wieder ganz normal die Fäden verkaufen. Das lohnt sich einfach viel, viel mehr. Und wir haben einfach Holz übrig für Dinge. Für Dinge, von denen ich selber noch nichts weiß. So. Dann gehe ich schlafen und dann würde ich sagen, sehen wir beide uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderschönen Nachmittag. Mach's gut und... Tschüssikowski. Ciao, ciao.